Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur dritten Aufnahmesession von Pokémon Sonne und Mond, beziehungsweise der Mond Nuzlocke Challenge. Und, im letzten Part sind wir hier in Avenue City angekommen, beziehungsweise in Avenue Dome oder Avenue Royal, genau, so hieß das Ding. Und wir haben die ganze Stadt ein wenig erkundet, ne? Mittlerweile ist natürlich wieder Abend bei uns hier im Pokémon Mond. Und ich würde behaupten, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich gerne nochmal hier den Pokémon Sucher aktivieren. Und mal gucken, was heute... Okay. Wieder so ein Ding. Dieses Mal können wir aber sehr viel näher ranzoomen, was ziemlich gut ist. Okay, ihm gefällt es auf jeden Fall, dem Rotom-Dex, mir noch nicht ganz. Lass uns mal gucken. Okay, sehr ordentlich. Ja, das war trotzdem nicht so gut. Gucken wir mal, dass wir noch ein gutes Produkt bekommen hier. Pokémon Snap Style, ihr wisst Bescheid. Ja, Leute, mittlerweile dürftet ihr euch auch schon ein gutes Bild von den ganzen Sachen gemacht haben. Was haltet ihr von dieser, von diesem Feature hier? Ich finde das absolut cool. So, noch einmal haben wir die Möglichkeit. Das Ding ist halt, ne, der blöde Vogel hier. Der blöde Vogel hier macht irgendwie mega strange Kreise. Mach mal so. Boom. Okay, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht ist aber nicht sehr ordentlich. Jetzt gucken wir uns mal die Bilder an. Ja, ne, also hier, die Bilder kann man irgendwie alle nicht brauchen, so. Und ich hatte immer mehr oder weniger das Gefühl, dass es in der Mitte ist, aber es war dann eben doch nicht so in der Mitte. Naja, in Ordnung. Ja, cool. 1300, dafür können wir wohl, dafür können wir wohl die Zeit in Anspruch nehmen. Kann man das die ganze Zeit machen? Dann könnte man ja permanent eigentlich das Ding leveln, oder? Oder muss man immer wieder auf andere Pokémon warten? Oder hat man dann keine Filme mehr? Oder wie sieht es aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, liebe Freunde, wir sind wieder ready to rumble. Und bevor wir aber auf die nächste Route gehen, was ich ja schon angekündigt habe im letzten Part, werde ich euch noch einen Vulkanion-Code rübergeben. Okay? Also, zückt euren 3DS oder euren Stift und Papier und schreibt auf. Folgendermaßen geht der Code. E65734JZFFN4K5TK. Okay? Das war der Code für ein weiteres Vulkanion. Ich wünsche demjenigen, der sich als erstes gesnackt hat, viel Spaß und viel Erfolg damit auf dem Battle Spot. Denn die neue Generation wird bestimmt einige sehr starke Pokémon beherbergen und da ist ein Vulkanion im Team zu haben definitiv nie falsch. Vella Vulkanpark, Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Okay, Leute. Ich habe noch ein wenig... ja, ich würde sagen, also gelevelt ist vielleicht übertrieben, ne? Aber alle meine Pokémon sind jetzt knapp über 20. Alter, einen 55er Bizeps hat Bullshit. Okay. Mit Kurzschluss und dem Normium Z. Dann haben wir Sound of the Police auf 23 mit 51er, ne? Mit einem 51er, das ist ebenfalls ziemlich gut. Das speziell defensive Wesen ist okay. Falls da mal eine Feuerattacke kommt, können wir die vielleicht tanken. So, dann haben wir Lupin mit dem Adlerauge und dem Granitstein. Da hat sich nicht wirklich viel getan, außer, naja, seine Stats. Ich meine, guckt euch mal den Angriff an, 34, ne, der ist jetzt nicht so krass. Und ich meine, der ist genauso hoch wie Bullshit und der ist einfach viel stärker. Aber, hey, Lupin kann sich ja auch noch entwickeln. Und das wird er vermutlich in der heutigen Session. Denn, Wuffles entwickelt sich, soweit ich weiß, auf Level 25. Aber nur in der Nacht. Okay, Mowgli bekommen wir hier mit dem Pflücker, den wir jetzt seit neuem dabei haben, eine sehr gute Attacke. Verfehlt nicht, ist Stab und kann gegnerische Beeren klauen. Ne? Auch er hat einen ziemlich schlechten Angriff, beziehungsweise schlecht für sein Level. Ist aber in Ordnung, geht immer noch als Mixed Attacker durch sein blödes Wesen, aber ist in Ordnung, deswegen ist er, oder dafür ist er ziemlich bulky mit 77 KP, ist aber auch natürlich schon eine Entwicklung. Das einzige und erste Pokémon, was sich in unserem Team entwickelt hat. Dann haben wir Sumseli mit einem 31er Angriff, oder Spezialangriff, der ist nicht so gut, aber dafür die Initiative auf 49 und ihre Angriffe sind sehr, sehr gut, ne?
Als letztes haben wir Boom Boom, der uns ja das ein oder andere Mal schon gerettet hat, mehr oder weniger. Ne? Ohne Boom Boom hätten wir vieles nicht so einfach gehabt. Das erste Bossmonster, ne? Den ersten Herrscher, Radikal, konnten wir mit dem Ultrahart vernichten und auch Elima war nicht mehr so eine krasse Herausforderung mit Boom Boom. Ohne ihn, holy shit, hätte ich nicht, will ich gar nicht wissen, was passiert wäre. Ja, ebenfalls einen ziemlich miesen Angriff durch das Wesen, aber in Ordnung. Er hat den Bataillon Z und ein paar anständige Attacken. Und mit diesem Pokémon, meine Freunde, gehen wir jetzt weiter auf die nächste Route. Und das wäre der Vella Vulkanpark. Hier brennt das Feuer besonders heiß. Okay, will ich hier schon einen Encounter haben oder will ich noch warten? Alter, hört ihr die Datiris im Hintergrund? Dank der Mehrzwecktasche im Beutel kannst du besser... Ja, Items sortieren, okay. Okay. Ich würde gerne den Hund rausholen, um zu schnüffeln. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich der Musik lauschen. Okay, und das ist unser Encounter. Ich hätte einen Schutz einsetzen können, um weiterzukommen, aber in Ordnung. Wir... Ein Dragosso! Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Es ist ein weibliches Dragosso. Okay, wow. Ja, ich habe das Gefühl, mit Bullshit wird das Dragosso instant sterben. Ich traue mich fast nicht, das Dragosso anzugreifen. Was soll ich... Dragosso ist vom Typ Boden, ne? Sumseli, resistet alle Bodenattacken. Kann vielleicht, ich weiß nicht, mit einer Feenattacke... Oh, Kopfnuss. Oh, macht ein bisschen Damage, ne? Okay, ich gehe mal für... eine Stachelspore. Okay, wir treffen zum Glück. Alter, ein Dragosso, Leute. Oh mein Gott, das wird zu einem der absolut coolsten Alola-Pokémon, die es absolut gibt. Ne? Diejenigen, die es bereits gesehen haben, die wissen, von was die Rede ist. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, yo, die können sich auf jeden Fall freuen. Gehe ich auf den Liebeskurs? Ich glaube ja. Ich glaube, er überlebt einen Liebeskurs, oder? Einen müsste auf jeden Fall tanken. Sumseli hat nicht den absolut krassesten Angriff. Er überlebt sogar zwei, Bro. Ja, und für alle die, die es noch nicht gesehen haben, Leute, macht euch auf etwas mega cooles gefasst. Dragosso ist nicht einfach Dragosso. Dragosso ist ein enorm mega cooles Pokémon in dieser Generation, beziehungsweise in dieser Region. So, Kopfnuss kommt durch. Er könnte kritten. Ja, hat er auch. Und wir sind auf minus 1 Death, deswegen... möchte ich ehrlich gesagt zu Lupin raus, weil Lupin resistet die Kopfnuss. Gehen wir einfach mal zu Lupin. So, Dragosso ist, glaube ich, an der Stelle noch ein Boden-Pokémon. Ne? Oh, da kommt schon der zweite Silberblick. Aber ich werde jetzt zu einem Pokéball greifen und ansetzen. Nestball, Netzball, Hyperball, Taucherball, Superball, Heilball. Ich würde mal behaupten, ey, tatsächlich setze ich einen Hyperball ein für das Ding, weil ich da Bock drauf habe. Ich will dieses Dragosso haben, bitte. Und zwar lebend. Lebendig, wenn es funktioniert, wenn es geht. Come on. Come on. Ein fucking Dragosso. Okay. Okay, okay. Und ich weiß auch ganz genau schon, wie wir das Ding nennen. So, Dragosso. Registriert. Alright. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, an. Okay. Der Schädel auf seinem Kopf gehörte einer verstorbenen Mutter. Überwindet es diesen Verlust, setzt es angeblich die Entwicklung ein. Und genau das führt zu diesem Namen. Denn ich werde dieses weibliche Dragosso... Bin ich gerade behindert oder schreibt man... Okay, ich glaube, ich habe das richtig geschrieben. Falls ich es falsch geschrieben habe, sorry an alle Theresas da draußen, aber ich glaube, das ist richtig. Wir nennen es Mutter Teresa, denn es ist ein weibliches Dragosso. Und wenn sich das Ding mal entwickelt, holy shit, dann erstehen die Verstorbenen wieder auf und Mutter Teresa ist zurück, Leute. Oh mein Gott, ich würde das so gerne in mein Team nehmen. Aber wir haben schon so viele coole Pokémon im Team, es ist unglaublich. Wir haben schon so viele coole Pokémon im Team. Ah.
Das Ding ist halt... Boom Boom werden wir hier auch wieder gut verwenden können. Sound of the Police können wir weniger gut verwenden an dieser Stelle. Sound of the Police war sehr, sehr gut in der letzten Challenge. Aber jetzt gerade eher nicht. Denn wir sind auf einem Vulkan und hier sind Feuer-Pokémon. Mitsamt Item an Box schicken oder im Itembeutel. Mitsamt Pokémon-Ding in Box. Das finde ich auch cool, dass sie das verbessern. Sie haben so viel verbessert, Leute. So viel. Ne, man kann jetzt das Item gleich mitsenden und so. Es sind Kleinigkeiten, die sie verändert haben, aber es hat so viel gebracht. Alter, wir haben einfach ein Dragosso. Und was hatte ich für ein Wesen? Jetzt bin ich gespannt. Okay, minus Verteidigung plus Spezialverteidigung. Naja, es ist in Ordnung, ne? So viel sage ich schon mal dazu. Es ist okay. Knochenkeule. Alter, 65? Schlägt das Ziel mit einer Keule eventuell zurück? Okay. Dass es flinchen kann, wusste ich gar nicht. Aber Kopfnuss ist stärker sogar. Krass. Oh, das Ding hat Blitzfänger. LOL. Zieht Elektroattacken an. Statt durch diese Schaden zu nehmen, erhöht es den eigenen Spezialangriff. Okay, krass. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Alola Dragosso oder das Alola Knoggersch physisch oder speziell ist. Keine Ahnung, Leute. Wir werden es wohl erfahren. Es ist ein mehr oder weniger neutrales Wesen. Es schwächt leider die Init, die Verteidigung. Ich hätte lieber die Init oder so gehabt, aber... In Ordnung, wenigstens haben wir so eine neutrale Chance auf Angriff und Spezialangriff. Gucken wir einfach mal. Oh, sorry Leute, ich bin erst gerade aufgestanden. Alright, meine Freunde. Ja, wir liegen wieder mit Bullshit. Sumsel. Ich weiß nicht, Sumsel ist hier auch eher schwach, ne? Wenn hier Leute Feuer-Pokémon verwenden, tatsächlich. Ein Trainer auf Inselwanderschaft. Zeig mir deine Pokémon, ich will Fotos machen. Ja, was bist du denn? Touristin oder so? Wahrscheinlich, ne? Urlauberin. Ja, die hat wahrscheinlich normale Pokémon dabei. Setzt Mauzi ein. Jawoll. Das finde ich mega cool. Alter, Pokémon Sonne und Mond hat so coole Features. Es sind so Kleinigkeiten, ne? Urlauberin bringt ein Mauzi mit, was nicht aus Alola stammt. Und dadurch sieht man auch das normale Mauzi mal wieder. Ich finde das so gut gelöst. Es ist so gut. Okay, ich gehe mal von der Hornattacke. Mal schauen, ob das reicht tatsächlich, um Mauzi zu töten. Ganz knapp nicht. Holy shit, ganz knapp nicht. Noch ein Level und dann reicht es auf jeden Fall. Ganz knapp nicht. Ich hätte den Z-Move. Naja, das Ding ist halt, hätte ich den Z-Move eingesetzt, hätten wir eine mega lange Animation gesehen. Aber das Mauzi wäre jetzt tot und ich hätte keinen Schaden gefressen. Okay, und wir wären jetzt schon mehr oder weniger fertig. So. Also, einerseits ist es eine längere Animation, andererseits geht es aber dann doch schneller, weil, ne? Alter, 57er Bizeps. Der One-Shottet einfach alles. Heftig. Und die Selfie, Alter, diese Pose, das war richtig... Oh Gott, Alter, richtig cool. Okay, bist du... Was ist das? Gar nichts. Was bist du denn? Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern. Und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Vulkanschwestern? Oh, da ist ein Item. Beim Shortcut. Interesting. Oh no. Oh no. Leute, dieses Tor kennen wir und ihr wisst, was das bedeutet. Vor gerade mal noch 2 bis 3 Parts haben wir die letzte Herausforderung gepackt. Ich habe keine Ahnung, in was für einem Level die sein werden. Ich hoffe nicht allzu krass, aber hey, um ehrlich zu sein, wir sind ja auch relativ gut dabei, ne? Wir können hier runter? Oh! Da ist ein Seigard, eine Seigard-Zelle. Cool. Und ein Item. Holzkohle. Ja. Yeah. Okay, cool. Jetzt haben wir schon mal etwas für die Feuer-Pokémon. So, wer bist du? Hallo, ich bin obendrein noch die Schönste. Zur Seite des Vulkans. Aha. Und du bist die Dritte oder so? Die Reizendste. Hier geht es zur linken Seite des Vulkans. Oh, da ist eine TM. Okay, ich kämpfe mal gegen dich. Du bist so ein Ass-Trainer, ne? Elite Ka... No way, du hast einen fucking Kadabra. Eines echten Ass-Trainers. Oh shit. Er hat einen Kadabra.
Yo, die Kadabras sind immer der Tod, ey. Und wir haben genau jetzt unser Magnetilo abgelegt. Genau jetzt haben wir Magnetilo abgelegt. Fuck, Alter. Okay, aber eigentlich müsste Bullshit outspeeden. Bullshit müsste eigentlich outspeeden und, Jo, aber ich muss die Z-Kraft einsetzen, Alter. Ja. Bullshit müsste eigentlich outspeeden. Wir sind so, ja, wir sind super schnell, wir sind gut gelevelt. Bullshit ist quasi voll entwickelt, hat höhere Stats als andere Pokémon. Und Kadabra hat einen sehr tiefen Death-Wert. Deswegen glaube ich nicht, dass er das überleben wird. Ja, Kadabra ist immer ein Problem, ey. Super schnell und super hohen Angriff. Hat schon einige Pokémon aus unseren Logs eliminiert. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, unbedingt gucken. Platinas Log. Mega krasses Kadabra. Alpha Saphir Naslog. Mega krasses Kadabra. Ne, ihr wisst Bescheid. Und in der XY, warte mal, war das? Ja, in der XY war auch ein richtig heftiges Kadabra in der Arena, Alter. Holy shit, ey. Okay, ja. Zum Glück haben wir Bullshit vorne mit einem mega krassen Angriff und deswegen hat das gepasst so. Okay, hier unten gibt's noch eine TM. Oh, Felsgrab. Yo, bruh. Ultimativ gut. Du kannst bestimmt Felsgrab lernen, oder? Benutzen. Jawohl, Felsgrab hat eine Stärke von 60, aber nur eine Genauigkeit von 95. Wurde das genervt oder habe ich das nie mitbekommen? Warte mal, Steinwurf hat eine Stärke von was? Von 50 und von 90. Und dadurch kriegst du keine Init-Drops. Also Felsgrab ist das bessere Steinwurf, aber dennoch diese 5%. Und hier kann man Fotos machen von irgendwas. Was wird sich hier verbergen? Ein Dragosso. Oh, wie cool. Yo, gerade so eins haben wir gefangen, ne? Oh, wie süß. Es kommt mir echt so vor wie Pokémon Snap, ne? So in der Vulkanlandschaft. Alter, ich liebe dieses Feature. Ich bin der Fotograf des Jahres. So, come on. Ausgezeichnet. Yo. Oh mein Gott, ich glaube, das war das Beste. Oh. Oh, er war noch näher, aber in Ordnung. Ich glaube, das war's. Das beste Foto haben wir bereits geschossen. So. Und die müssten richtig gut sein. Das hat ausgezeichnet bekommen und das war ein Bravo. Ich gehe mal davon aus, dass Bravo besser ist als ausgezeichnet. Ich glaube, 5000 Punkte bekommen wir. Ich meine, das hat sogar noch eine Pose gemacht. Toller Blick in die Kamera, ja, ne? 5200, oder? Yo, wir haben den Rekord gebrochen mit diesem Foto, ey. Fast 20.000. Wir brauchen 100.000 für Level 4? Bruh. Okay. Yo. Okay, auf jeden Fall noch diese Seite auschecken, Freunde. Ihr dürft nicht verpassen. So ein Foto dürft ihr nicht verpassen. Oder das müsst ihr euch ergattern. Come on, wir sind jetzt so freaky und leaden einfach mal mit Lupin, Leute. Mit Lupin. Na, ich will Lupin unbedingt trainieren. Ich will Lupin unbedingt trainieren. Ich bin so hin und her gerissen, wir hatten so viele coole Pokémon. Aber hey, wie wir wissen, wird es in einer Nuzlocke immer mal wieder Tode geben. Und ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Nuzlocke nichts anderes sein wird. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Spiels, wenn das Spiel dann anzieht. Oh je, wir werden wohl noch viele, viele Pokémon sehen. Okay, Stein wird leider resistet von Kiesling, aber der Biss nicht. Warte mal, wird Stein resistet? Nee, vom Boden wird. Initiative steigt. Die Genauigkeit sieht nicht. Nice, ist von Sandwirbel gegangen. Okay, nee, Stein ist neutral auf Stein. Und Biss, auf Boden ist resistet. Okay. Ich habe gerade seine Def gesenkt und er wollte gerade meine Genauigkeit senken, aber wegen meiner Fähigkeit, ne, hat das nicht funktioniert. Und das macht natürlich jetzt um einiges mehr Damage. Die Initiative sinkt wieder. Die Verteidigung sinkt. Alter, was ist das denn? Das ist ja mega heftig. Ich wusste gar nicht, dass das Ding Bruchrüstung haben kann, ey. Und die Init steigt dank Felsgrab nicht weiter.
Warte mal. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. No, 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 no. No, 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 no. Nicht Lupin. Du Bastard, Alter. Wie zum Teufel hast du mich gerade outspeedet? Du warst doch auf neutralem Init. Aber Init-Drops droppen nicht so viel wie Boosts, oder? Kann mir jetzt einer nochmal erklären in den Kommentaren? Holy shit, wir hatten gerade fast Lupin. Ne, ich hab's gerade angesprochen und da droppt Lupin fast, Alter. Ich schwöre, wenn dieses Macholo Verfolgung hat, ne? Ich ficke alles auseinander. Okay, holy shit, da keine Verfolgung. Macholos, das hätte ich dem jetzt easy zugetraut, Alter. Fußtritt. Okay, wir resisten vierfach. Das passt. Wir outspeeden 100%. Wir können mit Liebeskurs wieder voll heilen. Alter, das ist mir fast mein Lupin verreckt. Und das, wo ich gerade erwähnt habe, dass es immer wieder sein kann, ne? Das Pokémon sterben, ey. Ja, ihr müsst mich auf jeden Fall aufklären in den Kommentaren. Alter, das hat einfach wieder voll geheilt. Das ist so krass. Liebeskurs ist so eine kranke Attacke. Das ist so eine kranke Attacke. Und dann krittet er mich noch, ne? Der Pisser, ey. Ja, wie erwähnt, Boosts machen immer um 1,5 plus und Drops machen irgendwie um 1,45 down oder irgendwie sowas. Irgendwie so war das. Keine Ahnung mehr, aber bitte klärt mich da auf jeden Fall auf. Alter, du hast ein cooles Design, ey. ja, und deswegen konnte er mich outspeeden. Entweder das oder er hat das Speed-Teil gewonnen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil, naja, Kiesling ist nicht so schnell, ne? Gut, Lupin jetzt auch nicht, aber definitiv schneller. Yo, das war fucking close, ist garbage, Alter. Noch eine Attacke hätte er getankt, aber noch eine zweite nicht mehr, ey. Okay, ich muss auf jeden Fall heilen. Wir haben super viele Supertränke. Will ich Theresa heilen? Ja, komm, warum nicht? Wir haben genug. Ich will hier wirklich keine blöden Dingens eingehen. Wie viele Paraheiler? Ja. Kaufe ich mir alles wieder, Leute. Wir haben ja genügend Geld. So. Und jetzt geht's runter zu dem letzten Item, oder was? Nehme ich mal an, oder? Jawohl. Okay, Feuerheiler. Cool. Okay, das ist ein Souvenir. Aber in Ordnung, wir müssen wieder rauf. Heilt der Typ mich, wenn ich da durchgehe? Empfehle ich der Pokémon mit den Attackentypen Wasser, Gestein oder Boden? Okay. Perfekt. Dankeschön, meine Liebe. Yo, Leute, die nächste Challenge steht kurz bevor. Und wir hätten gerade fast ein Pokémon verloren. Ja, Lupin könnte hier tatsächlich nützlich sein mit seinen Steinattacken. Mogli eher weniger. Boom Boom könnte auch relativ, ne? Viele Feuer-Pokémon tendieren dazu, den zweiten Typen Boden oder Stein zu haben. Von daher, Boom Boom wäre auch ganz gut für Stein-Pokémon. Theresa vielleicht? Sumseli und Mogli definitiv nicht, was ich noch zum Notfall nehmen könnte, wäre Bullshit. Okay, wir gehen weiter, Leute. Wir betreten Vella Vulkanpark, Herrscherbereich. Yo, es gibt keine Challenge mehr. Wir gehen jetzt einfach so zu dem Typen hin. Oh no. Oh no, Alter. Kiave. Ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also, meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders wie mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich natürlich trotzdem stellen, stimmt's, oder? Habe ich recht? Leute, wir sind hier auf der Spitze des Vulkans gegen Kiave und wir können keinen Rückzieher machen. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eines, eine gute Beobachtungsgabe. Du solltest dir tatsächlich, nämlich was sagen, worin sich zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. What? Okay. Alola Knogger, Freunde! What? Präge dir diese Tanzpose gut ein. Okay. Okay, ja, der mittlere.
Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das Knorger in der Mitte. Natürlich! Na sowas. Das hast du gut gemacht. Warst du schon ein wenig zu gut. Ja, Leute, das Alola Knorger wird vom Typ Feuer und Geist werden. Also kein Bodentyp mehr, sondern Feuer, Geist. Dein Auftritt, Knorger. Okay. Warte, was? What? Ich muss gegen das Knorger kämpfen? Oh mein Gott, okay. Lupin. Ich vertraue dir. Mein kleiner Bro. Level 18, okay, das packen wir. Wir könnten für einen Biss gehen, wir könnten aber auch für einen Felsgrab gehen. Felsgrab ist halt Stab. Ne? Und drop die Init. Boom. Okay. Heuler. Bro, ich klatsche dich auch mit einem Heuler noch weg, ey. Bitte nicht verfehlen. Lupin, du kannst ja nicht verfehlen. Du kannst ja nicht erlauben, jetzt zu verfehlen. Okay. Lupin trifft, Knogger geht down. Yo. 400 Erfahrungspunkte. Boom, boom, kommt auf Level 22. Will den Überwurf lernen. Was war der Überwurf noch gleich? Er will rausswitchen, oder? Anwender greift als letzter an, dafür eine Treffergarantie bei eigenen Angriff. 70 Stärke, nee. Das ist mir irgendwie zu wenig. Bekannte Attacken behalten, ja. Weil das andere könnte paralysieren, ne? Das ist halt noch besser. Sumseli kommt auf Level 23. Mogli, Alter, da kommen alle die Level weiter, ne? Cool, aber niemand entwickelt sich. Das Knorger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. What? Was laberst du, Alter? Und weiter geht's mit... Oh Gott, ich muss das dreimal machen, oder? Okay. Diese Tanzpose gut ein. What the fuck, Alter? Verpiss dich! Vom Bild! Was ist los mit dir? Und was ist anders beim vorigen Tanz? Das Knorger rechts, oder? Das hat den Stab hinten. Und mit einer Hand so. Ne? Was ist das für ein Schmock, der sich ins Bild geschlichen hat, Mann? Völlig daneben? Oh shit, es waren die anderen beiden. Es waren die anderen beiden tatsächlich. Ein wildes Knogger erscheint. Oh Mann. Kommt es überhaupt drauf an, ob man das richtig oder falsch macht? Okay, ich gehe genau für dieselbe Strategie. Das hat relativ gut geklappt. Bams. Tastfluch. Oh shit. Flammenrad. Yo, zum Glück resiste ich die Attacke, aber sie macht dennoch ziemlichen Damage, ey. Okay, ich kann Felsgrab nicht mehr einsetzen, aber das passt, weil ich Biss einsetzen kann. Ist zwar kein Stab, aber könnte trotzdem reichen. Ah, natürlich nicht. Dafür kriegen wir einen Flinch und können nochmal angreifen. Nice. Okay, also Lupin ist auf jeden Fall der MVP auf diesem Vulkan. Oh my God. Okay, Theresa kommt auf Level 19. Das ist interessant. Warum entwickelt sich eigentlich Theresa nicht? Die anderen Knogger sind auch auf Level 18. Die sind ja, ne, sehr speziell. Wenn du mit deinem Tipp daneben liegst, wird das Knogger böse und greift dich an. Hä, aber was ist denn der Unterschied? Es greift mich ja so oder so an. Schön, dann nochmal von vorne? Yo, kann ich mal eine Pause machen oder chillen oder so? Die haben alle was anderes gemacht. Seriously? Willst du mich verarschen? Das ist die Lösung? Der Wanderer ist die Lösung? Oh Mann, Alter. Warte mal, was da? Der Wanderer greift mich jetzt an, oder was? Der Wanderer greift mich jetzt an! Wanderer Gareth? Okay, was? Hä? What the hell? Magma, yo! Minion, chill dein Leben, Mann. Yo, wenn ich hier geburnt werde mit Lupin, dann ist vorbei, Alter. Die Rauchwolke und das Adlerauge. Oh mein Gott, Lupin ist so gut. Lupin ist der MVP auf diesem Vulkan. Und dieses Mal outspeeden wir, weil Magma hat eine höhere Init, wie scheint, als Lupin. Bam! Und den Flammenkörper, den riskieren wir nicht, weil wir nicht auf Biss gehen, ne?
sondern auf eine Attacke, die zwar physisch ist, aber keinen Kontakt erstellt. 500 EP. Damn. Lupin erreicht die Stufe 23. Okay, cool. Ja, leider sind die Boosts so lala, ne? Naja, egal. Schaust du anderen gerne beim Tanzen zu? Yo, auf jeden Fall lieber als dir. Was ist los mit dir? Meine Güte. Der Wanderer war ja außer sich vor Freude, weil du mit dem Typ richtig lagst. Er hat sich vor lauter, Freude sogar angegriffen. Was ist denn mit diesem, ohne Witz. Kommen wir zum letzten Tanz. Okay. Der eine hat keinen Stock, die anderen beiden tragen linke Hand, rechte Hand. Und der Wanderer, präge dir die Tanzpose gut ein, okay. What? Da ist noch ein Ding. Und was ist anders beim... Das unbekannte Pokémon. OMG, meine Freunde. Was ist das für ein Ding? Tja, das werden wir im nächsten Part erfahren. Ha! Cliffhanger des Todes, meine Freunde. Lasst einen Daumen da. Wer weiß, bei genügend Daumen. Wenn wir mal wieder einen Daumenrekord brechen, dann lade ich den Part instant hoch. Alter, der Typ blinzelt noch, ne? Nice. Ja, wie gesagt, wenn wir genügend Daumen mal erreichen, so einen krassen Rekord aufstellen, dann gehen wir direkt zum nächsten Part über und dann kommt heute noch der Part mit dem Kampf gegen dieses Pokémon da. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und tschüss, euer Sevio.